Was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Factory. Ja, ihr Lieben, wir machen ja ein bisschen weiter und ich muss mal einmal kurz hier ein bisschen was minimieren. So, zack, wieder zurück und Abfahrt. Genau, und ich habe doch was ganz Wichtiges vergessen. Ich wollte doch noch was bauen, Mensch. Ne, erinnert mich doch jemand dran. Ich wollte doch hier den Hangar bauen. Ich habe sie jetzt eben gerade schon mal hergestellt. Hier, die Schiffswerften. Und Alter, sind das Trümmer, ey. Jetzt ist die Frage, wie wir da Ressourcen reinkriegen, beziehungsweise wie wir die Schiffe da reinkriegen. Ich baue es erstmal hier hin. Hat natürlich wieder ein Problem. Ich habe keinen Strom. Ja, Strom kriegst du. Und was hier los? Wieso fliegen da Kampfdrohnen runter? Die fliegen da von alleine rein und... Wow. Toll. Hätte ich das geahnt, Alter. Da kannst du so ein Zwischenlager draus bauen. Ist ja geil. Kann man die auch... Anfragespezifische Einheiten. Aha. Alles klar, Digga. Pass mal auf. Das heißt, wenn wir uns irgendwo hier hinstellen und ich sag mal hier unten irgendwo die Lager zwischensetzen, dann fliegen die automatisch runter und wir könnten zum Beispiel jetzt Kampfsatelliten und so weiter und so fort dahin packen. Und man sieht sogar die ganzen Einheiten da drinnen rumhängen. Wie viel Strom brauchst du? 20 kW? Ja, also, ne? Wenig ist anders. Und 60 von 60. Geil. Läuft doch. Oh, das heißt, wir können uns erstmal nach unten begeben. Ja, nach hier unten links irgendwo. Wo war es denn? Oh, ich möchte da gerne runter. Und dann kopieren wir uns als Blaupause. Click to search by Blueprint. Ah. Hier erstmal dieses Verteidigungsding raus. Also das würde ich mir ganz gerne im Ganzen kopieren. So, save new Blueprint. Plump. Save as... Asteroidenverteidigung. So, Beschreibung. Forschungsstation. Und Defense Station. So. Mit Strom. Und mit Radar nenne ich das Ding jetzt einfach mal. So, safe. Haben wir. Das heißt, wenn ich jetzt auf Blueprints drücke und hier rüber habe ich hier eine Asteroidenverteidigung, Forschungsstation und Defense-Station mit Strom und mit Radar. Das heißt, wir brauchen quasi dann nur noch die Sachen im Inventar haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann brauchen wir einen davon. Dann brauchen wir einen Satelliten, eine Verteidigungsstation. 1, 2, 3, Streben. Und ein Asteroiden-Researcher. Ah. Und da können wir weiterfliegen. Ha, wie geil ist das denn? Absolut Träumchen. Absolut Träumchen. Dann sollten wir auf jeden Fall ein paar Kampfschiffe mit reinsetzen. Weil den Asteroiden übernehmen wir dann auch. Und wir müssen das nachher noch erweitern. So, jetzt haben wir nur noch die Raumschiffe in der Queue. Sehr schön. Das heißt, alles andere sollte fertig sein. Genau, erweitern. Wir werden das Ganze nachher noch erweitern um Reparatur. Habe ich in der Zwischenzeit ja schon fertig geforscht, dass wir da Reparatur mitzukriegen. Und wir erhöhen einfach mal unsere Flottenkapazität nochmal. So, wenn ich jetzt hier die Blueprints öffne. Hier, welche Kurztaste ist denn das? Das wird nämlich nicht mit angezeigt. Vielleicht noch nicht übersetzt oder mit implementiert. Alle Schiffe nehmen, Flottenanzeige umschalten, Karte drehen, Plasmaschuss... Flottenfenster, Blaupausenfenster umschalten mit P. Aha. Gut.
Sehr schön. Dann äumeln wir das Ding nämlich hier mit ran. Wie viel Abstand kannst du haben dazu? So, so viel Abstand darfst du haben. Ein Träumchen. Machen wir fertig da. Und wir könnten noch mal eine zusätzliche Baudrohne gebrauchen, glaube ich. Aber mit zwei baut das Ding hier, glaube ich, schneller. Da, klack, 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 klack. Und? Hitzegenerator fehlt. Oh. Klack. So, und jetzt müssten von da hinten... Ja, guck mal, da kommt die Armee doch angeflogen. Und die wird auch direkt draufgehen wahrscheinlich. Und wir unterstützen so ein bisschen. Ja, wir unterstützen das Ganze hier so ein bisschen. Aber wir können auch noch ein bisschen mit reinlasern. Aber so wird das doch langsam. Also so ist das doch lecker. So macht das doch Laune. Ja, wir müssen ja sowieso hier alles übernehmen. Der wird aber auch reingeräubert, ne? Ah, da gehen unsere Einheiten langsam den Bach runter. So. Weicht mal den Schüssen vom Gegner aus. Oh, ist das gut. Ey, das ist geil. Das ist richtig geil. Das macht Laune. Astreine Sache, Digga. Schön. Hier, mach mal weg da. Wir machen halt so wie gar keinen Schaden, ne? Wenn wir alleine drauf schießen. So, was haben wir hier? Iron. So, ich brauchte einmal Hitze, ich brauchte einen Kern, ich brauchte eine Forschungsstation. Einen Kern brauchte ich, glaube ich, gar nicht. Egal, jetzt habe ich einen hergestellt. Und Verteidigungsteil haben wir noch. Hier, die brauchen wir noch. Die stellen wir noch mal ein paar her. Und dann hadert es bei uns an Iron. Und oh, reiner glücklicher Zufall. Wir haben ja sogar schon Eisen hier. Ach Mensch, wie konnte das da passieren? Und dann würde ich sagen, machen wir das selber nochmal. Also so können wir dann Stück für Stück quasi die Asteroiden mit übernehmen. Ist doch geil, oder was? Ja, ich will natürlich nicht jetzt zu hoch pokern. Hallo? So ein Blueprint nicht was ganz Essentielles gerade verschluckt? Ist mein Blueprint jetzt kaputt, oder was? Tatsache. Oder war da irgendwas im Weg, dass das gerade nicht ging? Gut, wir lassen ihn das letzte Gegenstück dazu nochmal herstellen. Und dann müsste ja theoretisch jetzt hier die nächste Armada angewackelt kommen. Irgendwas ist hier kaputt. Warning, under construction. Na gut, da kommen die Raumschiffe auf jeden Fall. Die prügeln sich schon mal. Oha, da müssen wir mithelfen. Oh, da ist wieder so ein Leckerchen. Oh, 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 oh. Hilfe! Schnell weg. Oh Gott, oh Gott. Ja, die haben anscheinend noch ein bisschen mehr zu tun, bis sie das alles weg haben hier. Ich glaube, die Produktion kommt auch gleich nicht mehr hinterher, habe ich das Gefühl. Also da müssen wir anscheinend noch ein bisschen mit anpacken. Da ist noch ein Asteroid, den wir freigeschaltet haben. Also so Verteidigungslaser werden wir auf jeden Fall brauchen, so wie das aussieht. Ja. So, jetzt kommen sie nämlich hierher. Und sammeln sich da erstmal. Jetzt gehen sie da auch mit drauf. Sehr schön. Das war, was ich provozieren wollte. Ach, so eine Sache, weil dann räume ich nämlich auch ein bisschen auf. Ich meine, die Forschungspunkte nehmen wir natürlich mit. Ist klar. Und die Karten sind ja alles, aber nicht klein, ne? Da kann man das sagen, was man möchte. Also definitiv Injusting. Alles, aber keine kleinen Karten. So, hier sind wieder Gegner. Dann fliegen wir hier. Hallo, komm mal zurück, 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 zurück. Und drauf da.
Take it all, take it all. Oh, und wieder drauf da. Oh. Ey! Ah, scheiße, außerhalb der Reichweite. Aber so können wir sie natürlich mit nach oben ziehen, ne? Oh. Ja, traumhaft. So, können wir das Repair-Teil eigentlich schon bauen? Hier, bau mal eins bitte. Was brauchst denn du? Roboteile? Gut, die stellst du anscheinend selber her. Das ist schon ein bisschen was Aufwendigeres, wie das aussieht. Ja, Strukturen mittlerer Dichte. Okay. Ich setze dich... Ach Gott, bist du putzig. Ja, dann setze ich dich hier einfach mal mit ran. So. Small Healing Effect. All Connected Stations. Ja gut, dann reparierst du die Station eben mal ein bisschen. Ist doch geil. Gut, Forschung. Was haben wir hier? Freischaltungen. Massenenergieumwandler. Eine Maschine, die jede Masse in Energie umwandelt. Okay. Klingt ja schon mal am Anfang nicht ganz so schlecht, ne? So, wir haben natürlich keine Ressourcen mehr. Das heißt, wir schnappen uns hier mal wieder ein bisschen Iron. Also ich bin gespannt, wo die Reise hier noch so hingeht. Ja, ich bin echt gespannt, weil so wie das bis jetzt ist, müssen wir uns jetzt auch noch überlegen, wie die Ressourcen von da unten nach ganz oben wieder kriegen. So, das könnte ja auch noch dezent interessant werden. Eieieiei, also... Forschung läuft noch. Wir haben mittlerweile fünfmal Forschung im Gange. Auch nicht schlecht. Die sind halt voll, ne? Sie sind halt totally full, alle. Absolut geil. Wir sind aber noch nicht nach oben geflogen, Tatsache. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt auch mal, wir fliegen nochmal nach oben. Gucken mal, was es hier noch im Schiss gibt. Ah, oder wir sind erstmal so schlau und bauen mal einen Roboter. Zwei Bauroboter. Was fehlt uns für die Kampfschiffe? Bauxit? Ne, Silizium. So rum. Sille fehlt uns. Oh, jetzt haben wir wieder genügend Sille mit. Und wir machen es uns hier ganz einfach. Maximum mitnehmen. Ne, Maximum mitnehmen. So rum. Ach, wir können ja sogar schon mehr mitnehmen. Ach ja, stimmt ja. Wir haben das ja erhöht. Oh. Hast 20 Stück mit? Ja, gib nochmal 20 mit. Weil die produzieren ja jetzt hier. Geht schon schnell, Alter. Geht schon schnell, muss man sagen. Geil, jetzt haben wir 42 hier mit. Fliegen wir doch mal los und gucken mal, was wir machen können. Was ist das hier eigentlich? B. Wächter. Benötigt Ritter. Eine Gruppe von Rittern wird den anvisierten Ort schützen. Feindliche Projektile und Bewegungen blockieren, okay? Was bist du? Obliteratorscheibe. Benötigt Krilos. Krilos vereinigen sich, um eine massive Energiescheibe zu bilden, die eine Ziel... Oha! Ja, das wird ja noch richtig heftig hier. Oh, guck mal, ein neuer Planet. Hm? Habe ich von allen Ressourcen genügend dabei? Nein, Metall fehlt. Ich sage, wir brauchen auf jeden Fall genügend Grundressourcen, damit wir alles herstellen können, was wir brauchen. So, und dann machen wir davon ein paar. Davon ein paar, davon ein paar, davon zwei. Davon welche? Irgendwas vergessen? Will ich ja nicht, ne? Was brauchte der Blueprint denn? Wir können ja reingucken in den Blueprint. So, was brauchte der? Du brauchtest... Hier, upload to the workshop, bitteschön. Ja, nice, viel Spaß, könnt ihr euch runterladen. Interessant. Also, ein Kern fehlte noch.
Auch das Kernchen fehlte noch. Dann machen wir mal zwei Stück von fertig hier. Und dann müssen wir das Ganze natürlich nur sinnvoll ergänzen nachher. Absolut kein Ding. Machen wir. So, wir fliegen nach oben. Er ist ja eh noch mit Bau beschäftigt hier. Und gucken mal nach, dass wir dementsprechend dann gleich hier einmal ganz entspannt und lecker Schmecker uns hinsetzen und den nächsten Eisenasteroiden mit reinnehmen. Vorher sehen wir dann auch, was hier in der Umgebung passiert. Alter Falter. Ich sollte anfangen, so Sachen wie mittlere Dichte und so weiter und so fort gleich schon dabei zu haben. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Definitiv. Was brauchen wir denn dafür? Für ihn hier brauchen wir Struktur mit mittlerer Dichte. Okay. Den brauchen wir und wir brauchen Struktur mit mittlerer Dichte, die aus Eisen hergestellt werden. Also eigentlich ja auch nicht das Ding, ne? Eigentlich ja auch nicht das Ding. Pass auf, das bauen wir hier hin. Das bauen wir gleich hier hin. Wir bauen hier gleich Eisen ab und bauen aber schnell Struktur mit mittlerer Dichte und ein paar Roboterarme. Aber zuallererst nehmen wir wieder unsere wunderschöne Blaupause. Und sammeln die einmal hier hin. Kann man sich die auch hier unten mit reinpacken? Nee, kann man nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Also das ist noch so ein bisschen unübersichtlich. Das wäre natürlich lecker, wenn das ein bisschen besser funktionieren würde. Ich könnte halt eiskalt hier vorne einen kompletten Ring rumziehen, der Metall erbaut, ne? Aber wir fangen mal langsam an. So, klack, klatsch mal hin da. Ich vergesse immer den Hitzegenerator. Jetzt brauche ich drei Stück davon. So, das habt ihr jetzt davon. Plump. So. Also. Verteidigungseinheiten kommen. Oh, Junge. Was wollt ihr? Was willst du denn? Volle Eskalation. Jetzt sieht das natürlich schon ganz anders aus. Ich meine, wie gesagt, wir machen relativ wenig Schaden an den Dingern. Ja. Er wird schon weggeheatet, ne? Und nimm mal alles mit hier. Ich weiß halt noch nicht. Das wird wahrscheinlich interessant sein, wenn wir uns nachher hinstellen, irgendwie weit weg sind und die Relikte damit dran sammeln. Dass wir nicht immer die großen Gebäude bauen müssen. Sondern wenn wir auf die Schnelle mit irgendwas zusammen trümmern wollen, dass wir das dann machen können. So, aber ist jetzt auch egal. Wir wollen uns jetzt erstmal hinstellen und bauen mal ein bisschen am Komplex weiter. Ich habe ja gesagt, wir möchten das ganz gerne so machen, dass wir uns hier die mittlere Dichte herstellen. So, die besteht nur aus Eisenerz. Das heißt, wir brauchen zwei Maschinen, die uns mittlere Dichte herstellen. Zweimal Eisen abbauen. So, das nehmen wir auch nochmal ein bisschen mit. Wir werden Hitze abführen müssen, wir werden einmal strukturelle Integrität brauchen und halt jede Menge Strömung. So, und jetzt fehlt es dann wieder an Eisen. Klassiker, macht aber nichts. Kommt er jetzt. So, ist jetzt natürlich am Anfang noch ein bisschen mehr. Ich würde es ja auch mal triggern, ne? Ja, wobei, das wird eh nicht funktionieren. Ich hatte gerade so einen Gedanken, wenn ich jetzt losfliege mit 40 Satelliten, hätte ich beinahe gesagt, mit 40 von den Mining-Robotern, ob die denn auch mithelfen beim Abbau? Aber nee, da steht ja schon, ne? Der ist halt nur für Bergbaustation gedacht. Ja gut, können wir uns das natürlich schenken. So, jetzt werden wir uns auf jeden Fall noch mittlere Dichte mitnehmen. Ich sehe nämlich, dass das schon wieder ein Problem hier ist. So, nimm mal alles mit. Jetzt haben wir nämlich genügend mittlere Dichte dabei. Kann man das Inventar noch erweitern, fällt mir gerade so ein. Ist da irgendwas geplant oder gibt es da eine Möglichkeit? Also Reparaturergänzungen, Schiffsverwertung. Schiffsverwertung, komm, die Forschung haben wir rein. Jetzt gucken wir mal nach oben. 17. 17 haben wir, 22, 23, es läuft. So, absolut geil. 30. Na komm schon, gib die 30 raus. Ja, sehr schön. Also müsste noch schneller werden, definitiv. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir definitiv so. Die Arbeits-Queue ist fertig.
Das heißt, wir stellen uns hier hin, bauen einen hier hin, bauen einen da hin. Achso, hier, von den Eumeln wollte ich ganz gerne noch welche mitnehmen. Die setzen wir hier zwischen. So, und jetzt geht's nämlich los. Jetzt juckt die Nase, das wollte ich zwar nicht sagen, aber jetzt geht's los. Also, hier ein hin, damit wir auf jeden Fall die Verbindungen schaffen. Weil irgendwie müssen wir sie ja schaffen, denn... hier und... Nee, wir arbeiten wieder mit Zwischenlagern, komm, was soll das? Wir machen es direkt, wie wir es die ganze Zeit machen, mit Zwischenlagern arbeiten, nämlich hier eins und hier eins. Dann setzen wir hier direkt die Kisten mitnehmen, wir spiegeln das Ganze quasi. Prepare... Oh, 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 hier, jetzt kommt's. Wo greifen sie an? Sieht man wenigstens, wo sie angreifen. Also da hinten fliegen auf jeden Fall welche durch die Gegend. Aber da ist nichts. So, aber unsere Verteidigung steht ja. So, okay, sehen wir nicht. Wir warten, bis sie angreifen. Wir haben ja genügend Verteidigung am Start. Wir gehen mal wieder rein und gucken mal nach hier, dass wir hier schnell weitermachen. Also, ich hätte ganz gerne, dass du erstmal nichts machst. Ah. Jetzt wird ein Angriff angesagt, dann wirst du direkt nervös, weißt du. Wo sind sie? Was tun sie? Was soll das? Hilfe! Absolut nichts los. Geile Nummer. Man, dann können wir hier nämlich nochmal ein bisschen Solar ransetzen und hier noch ein bisschen Solar ransetzen. Ich habe natürlich Schiss, dass mir die ganze Hütte auseinanderbricht, ne? Also strukturelle Integrität. Elf Stabilität wird genötigt. Was gibt denn der? Stabilität? 76. Ah, gucke. Guckste, pass mal auf. Dann machen wir das ein bisschen anders. Wir haben noch ein paar von den Dingern. So. Jetzt den Eumel mal hier ran. Aber das Problem ist schon mal außen vor und können im Umkehrzug hier nochmal so ein bisschen Solar ranklatschen. Und hier auch. Dann haben wir das mit dem Strom nämlich schon mal weg. Jetzt kommen automatisch unsere Drohnen von unten nach oben geflogen, genau. Hitze wollen wir auch loswerden, da bauen wir direkt zwei von. Gehört jetzt alles zusammen anscheinend. So, und da sollte nicht der hin und auch nicht der hin, sondern hier sollten Tatsache die Assembler hin. Die mir hier nämlich aus den Atomdruckern gleich die Dinger mit mittlerer Dichte machen. So, weil, dann können wir hier nochmal ein paar Rohre hinlegen, wieder Kisten setzen. Und wo werden die Roboterarme hergestellt? Die werden hergestellt im Assembler. Habe ich einen Assembler hier oder muss ich einen bauen? Wir bauen direkt ein. Wir bauen direkt ein. Direkt ein wie Rösti-Führer-Zwiebeln. Wo ist er denn? Bin auch ein bisschen blind. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist einfach so. So, pass auf. Du kannst hier ganz gerne mittlere Dichte weiterleiten. Du kannst hier ganz gerne mir die mittlere Dichte geben. Und diese dann aber im Anschluss auch weiterleiten. Träumchen. Und wo ist der Assembler? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Komm zu Papi. Daraufhin setzen wir den noch mit zwischen und sagen ihm hier, pass auf, Zwischenproduktion, Roboterarme. Herzlichen Glückwunsch, wir haben so wenig Strom. Aber guck mal, ist das nicht entspannt? Das spart uns schon mal wieder die Hälfte an Arbeit. Warum hast du zu viel Hitze? Weil du nicht connected bist. Warum bist du nicht connected? Ah, weil du mittig hier musst, ne? Ja, so musst du hin. Strom. Wir brauchen Strom. Entschuldigen Sie, ich habe keinen Saft mehr. Brauchen wir drei Stück dahin und schwuppdiwuppdi sollte das auch eigentlich laufen, oder was? So, und du darfst auch ganz gerne
Hier mit hin. Und falscher. Nochmal ein Röhrchen setzen. Hier hin. Und zwar für Roboterarme. Sehr gut, dann haben wir nämlich genau das hier auch erledigt. Also haben wir Sachen hier, ne? Teile mit mittlerer Dichte produzieren wir hier oben schon mal. Und wir produzieren hier, weil es so schön war, auch noch ein paar Roboterteile. Das Ganze können wir hier natürlich noch erweitern, wenn wir Bock drauf haben. Aber so haben wir das Ding hier zumindest erstmal schon mal am Laufen. Ja. Finde ich super. Finde ich absolut super. Also so können wir uns dann nämlich hinstellen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hinkriegen, dass wenn wir irgendwas bauen, hier, ja, dass entweder automatisch aus irgendwelchen Kisten rausgeholt wird oder aber das ganze Ding hier vollautomatisch genommen wird und gesagt wird, ey, guck mal, weißt du was? Ich hab da was für dich, viel Spaß. So, dass wir das quasi aus dem Inventar selber herstellen. Gut, das Thema haben wir dann auch erledigt. So, am Ende, das bleibt jetzt eigentlich nur noch Schiffsverwertung, ne? Bau mal ein. Ja, traumhaft. Absolutes Träumchen. Gut, aber ich würde sagen, damit setzen wir uns definitiv in der nächsten Folge auseinander mit der Schiffsverwertung. Da gucken wir uns mal an, was kann sie, was macht sie, was tut sie. Und ist es vielleicht so, wie ich gedacht habe, dass die Asteroiden, beziehungsweise die Bots, wenn die Asteroiden abgebaut haben, nicht mehr platzen, sondern dahin fahren, um sich dann die letzte Ehre zu geben und dass wir das von da eventuell weiterverteilen. Aber wie gesagt, nicht mehr in dieser Folge. In dem Sinne, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen und falls noch nicht geschehen, ja, gerne den Kanal abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr von verpasst und gebt dem Ganzen für den YouTube-Algorithmus ein kleines Däumchen nach oben. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüssikowski.